Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Super lang werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich denke mal so eine halbe, dreiviertel Stunde noch. Also so auf jeden Fall einmal Inventar vollballern, das geht definitiv noch. Und dann mal gucken. So. Da wollte ich eigentlich hin. Übrigens zur Info, wenn ihr das später auf YouTube seht, werde jetzt wahrscheinlich relativ, also ab morgen vermutlich, keine täglichen Starbound-Videos mehr raushauen. Einfach, weil ich es auch nicht so oft spiele. Also ich spiele es halt meistens so einmal am Wochenende. Und die Livestream-Mitschnitte lade ich dann halt einfach hoch, wenn sie dran sind. So. Also dann mehr oder minder tagesaktuell, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass wir halt, keine Ahnung, das hier vor waren, rund anderthalb Stunden Planeten häckseln. Ich muss den Timer wieder anmachen. Moment. There we go. Es wäre halt irgendwie 90 Minuten Planeten schreddern, dann, also warum soll ich das in drei Folgen schneiden? Also es sehe die Notwendigkeit da irgendwie nicht unbedingt. Jetzt auch nicht, dass das vom Spannungsfaktor her von Minute 24 zu Minute 74 irgendwie groß unterschiedlich ist. Dass man sagen würde, so, ja, okay, geht's halt um verschiedene Sachen, macht man mal verschiedene Folgen draus. So, ja, nee. Nicht so. Ja, knapp. Gerade mit dem letzten Sprung nach hier rüber gekommen. Ich sehe die Fahne eigentlich abgebaut? Nee, ne? Oder? Doch, habe ich. Sonst hätten wir nur zwei im Inventar. Ich kann mich nicht daran erinnern, das gemacht zu haben, aber okay. Tja, dann räume ich hier jetzt auch gleich noch was weg. Ach komm. Der Teil hier hängt doch eh halbwegs lose in der Luft. Dann hier das auch gleich noch mit weg. Es hilft ja nichts. Früher oder später muss es ja eh gemacht werden. Das wirklich Schlimme ist eigentlich, dass ich nebenher, während ich dann irgendwie Streams oder YouTube oder so gucke und ja beschlossen habe, okay, Starbound Planeten abbauen, machen wir halt schon komplett in der Aufnahme. Halt ja dann nicht weiter Starbound Planeten abbauen kann. Aber dafür wieder Dismantle ausgepackt habe und halt zumindest mittlerweile weitere Bereiche der Insel komplett abgebaut habe. Also ich bin noch weit davon entfernt, die komplette Karte irgendwie geleert zu haben, aber es geht voran, sagen wir es so. Wird bestimmt lustig, wenn der DLC kommt und der auf der gleichen Map spielen sollte und man dann irgendwie halt durch die halbleere Karte da läuft. Und ich habe festgestellt, es muss irgendwo noch eine Sidequest geben, wo ich, also ich habe halt an Sidequests irgendwie nur 94%, aber ich habe keine Ahnung, was die letzte Sidequest ist oder wo die triggert. Halt gar keinen Plan. Aber da wir im Laufe der Story da offenbar nicht drüber gestolpert sind, was mich wundert, weil wir ja echt relativ viel Zeit da reingesteckt haben. Also
finde ich es jetzt müßig, die zu suchen. Oder sie ist halt nachträglich reingepatcht worden. Das kann halt auch sein, dass es die Quest vorher einfach nicht gab. Mal gucken, oder das ist jetzt einfach schon Vorbereitung auf den DLC, das ist irgendwie damit zusammenhängt, keine Ahnung. Ja, ganz ehrlich, wenn die Items nachspawnen, dann... Ich glaube, würde mich auch nicht wirklich stören, dann ist das halt so. Also würde mich wundern, wenn sie das machen, aber... Also gut, wenn irgendwas davon questrelevant ist, dann klar, aber... Mal gucken. Vielleicht machen sie aber auch einfach ein neues Gebiet auf. Neue Nebeninsel oder so. Oder einen neuen Bereich im Untergrund. Keine Ahnung. Könnte ich mir eher vorstellen. Du bist mal raus, ein böses Real Life. Alles klar, dann viel Spaß und viel Erfolg bei allem, was du vorhast. Vielen Dank fürs Reinschauen. Schönen Sonntag noch. Irgendwie habe ich hier inzwischen völlig den Überblick verloren, auf welcher Höhe ich eigentlich arbeiten wollte oder sollte oder was hier gerade inzwischen die Durchschnittshöhe von dem Planeten ist. Ist halt dadurch, dass das alles hier nur so eine Momentaufnahme ist, ist so... Bra. Kein Plan mehr. Ob ich hier gerade höher bin im Vergleich zum Rest des Planeten oder... vielleicht noch irgendeinen Punkt gibt, der viel, viel höher ist und wir hier eigentlich gerade relativ niedrig arbeiten. Ich habe keinen Plan mehr. Warum die Clay-Blöcke hier eigentlich so grau sind. Ist Lehm nicht eigentlich eher auch bräunlich? Ich meine, hier geht das ja schon fast in die bläulich-lila Richtung. Wobei, ich glaube, der Punkt ist eher, dass wenn man hier lehmige Böden hat, die natürlich meist immer noch mit irgendwas anderem gemischt sind. Ist ja selten 100% Lehm. Weil das lange kein Licht hatte, sind nachgedunkelt. Ah, das ergibt Sinn. Müssten die da nicht eigentlich eher blass werden? Also wenn ich sehr lange kein Licht kriege, wirklich eher blass. Aber gut, ich bin natürlich auch kein Lehmboden, ne? Auch wenn ich manchmal die geistige Kapazität eines Lehmbodens habe, aber das ist eine andere Geschichte.
Far Cry 3 beim Autofahren war ich nah dran an der geistigen Kapazität von den Lehmboten auf jeden Fall. Far Cry 3 Autos und ich waren keine Freunde. Definitiv nicht. Wobei die Autos an sich waren gar nicht so das Problem. Das Problem war einfach, dass sie keine vernünftigen Wege hatten. Da ist ja ständig irgendwelche großen Felsen oder Abgründe oder sonst irgendwas im Weg. Ist ja prädestiniert, dass man mit der Karre irgendwo stecken bleibt. Noch ein Fossil. Gleich mal gucken, wie wir da rankommen. Von oben komme ich dann nicht ran, ne? Nee. Das kann ich wohl knicken. Ja, dann bauen wir halt eine kleine Plattform hin, das geht schon. Das geht schon. Haben wir mehr als genug Dirtblöcke dabei. Bei meinen ersten Fahrversuchen direkt dein Getränk über deine Tastatur gekippt? Ja, schade. Also trinkst du offenbar so effizient, wie ich in Far Cry 3 Auto fahre, ja? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, was ich mit dem Auto da veranstaltet habe, aber offensichtlich nichts Gutes. Ich wollte gerade sagen, was hängt denn hier? Aber das ist der Doggo, der hier noch hängt. Ich meine, wann habe ich Far Cry 3 gespielt? 2016? Vermutlich. Kurz bevor Far Cry 4 rauskam, jedenfalls. Mit Schatz diesmal. Okay. Wir müssen aber auch noch 10 Felder von dem Ding aufdecken. Wie rum liegt denn das? Also, ja, okay. Tja. Da auf jeden Fall. Ist natürlich völlig den Schatz ignoriert. Aber den kriegen wir trotzdem. Haha. Nice. Nee. Okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es eine gewisse Menge an Fossilien auf einem Planeten gibt. Also keine Ahnung, vielleicht so 20 verschiedene. Und das war's dann. Ich glaube nicht, dass jeder Planet jedes Fossil beherbergt. Dafür finden wir hier viel zu viel den gleichen Scheiß. Wie weit geht's hier eigentlich noch hoch? Oh, es geht. Das ist weniger als gedacht. So langsam merke ich aber auch, wie der Kaffee nachlässt. Vielleicht könnte ich einfach den Rest von dem Kaffee mal trinken. Ich habe auch einfach nur die halbe Tasse getrunken, merke ich gerade. Da geht schon noch ein bisschen was. So, was mache ich denn jetzt noch hiermit?
Hängt doch auch so ein halbes Inselchen in der Luft. Das kann also auch nicht bleiben. Eigentlich sind wir hier von der Höhe her ja good to go, aber meh. Das geht auch so nicht. Das überlebt er auch einfach, okay. Gut, dann kommen wir wohl nicht drum rum, ihn irgendwann leider in die Lava fallen zu lassen. Oder kann ich den mit dem Capture-Pod capturen? Nee, ne? Also nicht, dass ich noch einen dabei hätte. Von daher ist das eh hinfällig. Oh, ich sehe da noch ein Fossil. Das wird aber schwierig, daran zu kommen. Vorsichtig sein hier, so komme ich davon hier. Oh, ist noch ein Fossil, genau das habe ich gesehen, da wollte ich hin. Hm. okay, das ist die Form. Ist ja eher unsexy. Also wir können das so machen. Ja, und dann schon verkackt. Hätte aber auch nicht gewusst, wie ich das mit den restlichen Dingern hätte machen sollen. Schon gar nicht mit dem Schatz noch dazu. Na egal. So, dann hier aber. Einmal vernünftig. Gott, kurz überlegen. Ah, das ist das Teil. Ja, okay. Da können wir hier auf jeden Fall easy den hinpacken. Der deckt dann auch direkt 4 auf. Das macht Sinn. Dann packen wir hier, denke ich, den hin. Können hier den hinpacken. Tja, ist da noch ein Schatz drunter? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn man ihn nicht sieht. So, 4 Stück noch. Das sind einfach die 2 und der, glaube ich. Jo. Nee. Nun ja. Da ist drum. Noch hoch. Ah ja, easy. Okay. Da hatte ich Schlimmeres erwartet. Statistik darüber führen sollen, wie viele doppelte Fossilien wir inzwischen gefunden haben. Ich habe ja auch offscreen noch einiges gemacht. Wir müssten wahrscheinlich einfach mal wirklich ein paar neue Planeten noch abklappern für die restlichen paar Fossilien. Wäre halt irgendwie ganz cool, wenn man sich anzeigen lassen könnte, ob es auf dem Planeten grundlegend noch Fossilien zu finden gibt, die man noch nicht hat. Ja, wobei das auch höchstens für vollständige Skelette gehen würde, ne?
Aufgepasst, dass die ausgeklammert werden, aber das würde ja schon helfen. Ist mir auch aufgefallen, dass wir haben ewig keine Käfer mehr gesehen. Oder zumindest habe ich nicht drauf geachtet, sagen wir es so. Weil das Bugnet haben wir ja schon noch mit dabei. Das können wir auch einfach mal statt der Fackel wieder ausrüsten, fällt mir gerade so auf. Prinzipiell haben wir ja irgendwann auch noch eine Käfersammlung zu vervollständigen. Ich meine, das wird dauern, weil wir haben bislang einen Käfer, glaube ich, von 40 oder wie viele es gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn das. Wo sind denn die überhaupt hier unten? Ah, 42 sind es. Ja, wir haben einen. Richtig viel geschafft. Ah, ich habe natürlich auch ewig nicht mehr drauf geachtet. Okay. Gerade gewundert, warum ich nichts abbauen kann, aber ich hatte aus Versehen das Wiring ausgewählt. Dann kann das natürlich nicht funktionieren. Schon okay. Eigentlich ist das hier von der Höhe dann auch okay. Wir müssten eher, ja genau, das ist eher so die Höhe, auf der wir weitermachen sollten. Okay. Okay. Sieht ja relativ lückenhaft aus hier. Okay, das ganze Ding hier muss auf jeden Fall noch weg. Kriegen wir das noch runter? Ah ja, easy. Sei denn, ich breche mir vorher die Haxen, dann vielleicht nicht. Bisschen hier noch weg und dann ist doch die Mini-Insel auch erstmal erledigt. Aber wobei, komme ich da dann wieder raus? Ja, wird schon. Hört ihr eigentlich irgendwelche Podcasts? Ich habe irgendwie so bis Anfang Juni noch relativ regelmäßig Podcasts gehört. So 3-4 Stück wirklich dann wöchentlich oder teilweise auch mehrfach die Woche, je nachdem, wie die Folgen kamen. Aber inzwischen bin ich irgendwie so an einem Punkt, wo ich, keine Ahnung, ich glaube, seit ungefähr 8 Wochen keine Podcasts mehr gehört habe. Und ich weiß gar nicht, wieso, aber es fehlt mir auch nicht wirklich. Ich habe irgendwie so das Gefühl, irgendwie shiftet da halt immer so mein Konsumverhalten, was Medien angeht. Irgendwie, dass ich nie von allem irgendwie ein klein bisschen mache, sondern entweder habe ich eine Phase, wo ich viel Filme und Serien gucke oder viel Podcasts höre
oder viel lese oder keine Ahnung was. Aber halt nie alles zusammen. Viel trollen, ja, das musst du. Dass du dafür nichts anderes Zeit hast, das ist klar. Aber das ist ja kein Medienkonsum. Warum war jetzt hier unten eigentlich was? Haben wir gerade... Was habe ich denn hier alles? Hilfe. Oh, wow. Ob man das erkennt? Das Uhr ist leise. Neuer Versuch. Nur eine Urstleise. Neuer Versuch. Aber man erkennt es, glaube ich. Klingt aber insgesamt nicht so 100% richtig, um ehrlich zu sein. Könnte aber auch daran liegen, dass das Instrument nicht unbedingt zu In Extremo passt. Aber die Teile gibt's halt gefühlt auch irgendwie in... Also die klingen halt immer gleich, die gibt es aber so in 17 verschiedenen Farben. Also ich weiß nicht, ob ich die alle sammeln muss, beziehungsweise will. Hab da glaube ich schon 5 Stück von. Mal spontan eine Etage tiefer gefallen. Kann man natürlich mal machen. Okay, komme ich da so noch hoch? Ja. Aber auch unebenes Gelände hier. Sehr wirklich aufpassen, dass du nicht irgendwo 3 Kilometer weit runterfällst und dann irgendwie zusehen kannst, wie du da wieder wegkommst. So, ich würde tatsächlich... Ja. Das war knapp. Hätte auch schief gehen können. Dann hätten wir vor allem keinen Marker gehabt. Ach, wann darf ich jetzt?
jetzt wirklich sehen, wie ich wieder hochkomme, ne? Na, komm schon. So. Okay, da sammeln wir gleich noch was ein. Aber merken, da geht es sehr weit runter. Auf dem Ding erstmal hier noch so ein bisschen nach unten arbeiten. Ja, wobei. Also ja, so ein Stück weit schon, aber. Na. Okay, diesmal ohne Fallschaden, sehr schön. Aber wir landen. Also ich meine, gut, wir sind natürlich auch locker gerade zwei Screens tief gefallen. Aber wir nähern uns der Mini-Häuserebene. Die leider auch gar nicht so klein ist. Also die ist ja jetzt auch nicht nur einen Screen hoch oder so. Noch ein Hund? Das ist doch nicht derselbe, oder? Im Leben nicht. Es sei denn, er kann sich irgendwie zu uns teleportieren, dann maybe, aber das halte ich eher für unwahrscheinlich. Kein Söldner in Diablo 2. Aber vor Diablo 2, wie heißt denn? Hat Last Epoch eigentlich inzwischen mal einen Release-Termin? Ich habe ewig nicht mehr geguckt. Die sind doch eigentlich inzwischen relativ weit vom Entwicklungsstadium her, oder? Bisher noch nicht? Okay, schade. Ah, entwickeln gerade im Multiplayer. Okay. Na gut, dass das nochmal ein bisschen aufwendig ist, kann ich mir gut vorstellen. Was war gerade so, wie viel Platz ist im Inventar eigentlich noch? Aber da geht schon noch ein bisschen was. Es sei denn, wir kommen jetzt noch irgendwie in ein Mini-Biom, wo wir plötzlich ganz viele andere Blöcke haben, dann nicht. Aber solange es hier weitestgehend bei Dirt und Clay bleibt. Dann würde ich auch mal. Aber wobei, das Inventar können wir halt schon noch vollpacken, ne? Sagen, so langsam würde ich mal zum Ende kommen. Also vielleicht nicht randvoll, nicht, dass hier im Zweifelsfall irgendwas liegen bleibt und wir es nicht mehr mit wegkriegen, aber. Ein bisschen was geht noch, aber ja, ich würde trotzdem, glaube ich. Mal gucken. So 10 Minütchen noch und dann reicht, glaube ich, für heute. Nämlich allmählich auch ganz schön Hunger, muss ich sagen. Außerdem muss ich immer noch Mutti zurückrufen. Ja, da muss ich vor allem nächste Woche hin und einen neuen PC einrichten. Meine Motivation dafür hält sich ja an Grenzen. Wobei das wahrscheinlich relativ undramatisch wird. Hoffentlich.
Das Einzige, was wirklich krebsig werden könnte, ist Drucker installieren. Oh, noch ein Fossil. Okay, damit habe ich da nicht gerechnet. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Zumal man da so easy rankommt. Okay, mit einer gigantischen Schatztruhe, in der wahrscheinlich trotzdem nur gigantisch viel Trash drin ist, aber... Seltsame Kombi irgendwie, das geht auch gerade so auf. Aber das ist fertig, jo, das passt. Dann du hier hin. Was zur Hölle ist das? Multicam Operator Cap. Das ist eine Klamotte? Ja, jetzt erkennt man es auch. Okay, wenn man es so auf dem Charakter sieht, so ja, okay, sieht man. Ja, nee, nicht so. Also, nett es gefunden zu haben, weil es Legendary ist, aber so, ja, nee. Hack-and-Slay-Spiele sind relativ im Stillstand derzeit gefühlt, taugen nur Diablo 2, 3, Grim Dawn, Titan Quest was. Was ja auch immerhin 4 Spiele sind. Aber das sind halt auch einfach schon 4 relativ alte Spiele. Also das Neueste davon ist halt immer noch Grim Dawn und Grim Dawn ist nicht wirklich neu. Kannst halt noch vielleicht Diablo 2 Resurrected mit reinzählen. Das ist ja auch noch relativ frisch, aber das ist ja eigentlich auch hauptsächlich optisch. Mit ein paar kleinen Balancing-Änderungen. Mein Diablo 3 ist auch schon 10 Jahre alt, ne? Ja, und 4 gute Games ist schon echt wenig. Naja, das kannst du so nicht sagen. Ja, das sind halt nicht nur 4 gute Games. Das ist halt nur auch einfach nichts mehr, was ich heute noch unbedingt ausgraben müsste. Mit Torchlight 1 und 2 hatte ich schon Spaß, aber Torchlight 1 und 2 muss ich jetzt halt nicht mehr unbedingt haben. Auf Titan Quest hätte ich halt schon mal wieder Bock, aber Titan Quest läuft einfach zu beschissen. Also war halt einfach Engine... bedingt, sobald du da irgendwie auch nur ansatzweise zu viele Partikel oder Monster auf dem Screen hast, laggt es halt einfach wie Sau. Ist einfach beschissen optimiert. Die Van Helsing-Reihe war halt auch ganz cool, definitiv. Ist halt einfach sehr träge zum Wiederreinkommen, sich je nach Klasse gerade am Anfang sehr, sehr langsam spielt. Ich habe Torchlight 3 nach wie vor nicht gespielt, obwohl ich es mir irgendwann mal für einen 10er gekauft habe. Aber irgendwie hält sich mein Bedürfnis danach auch in Grenzen im Moment. Also ich habe halt reingespielt für so eine halbe Stunde und war dann so, ja, okay, I guess. Tatsächlich kriegt Torchlight jetzt schon wieder einen neuen Teil. Ich habe vergessen, wie er heißt. Wo ich mir aber auch dachte so, Alter, nee, können die halt nicht machen. Halt einfach, nee. Torchlight 3 war so beschissen. Ihr solltet einfach kein Torchlight mehr machen. So, lasst es einfach bleiben. Also beziehungsweise vielleicht ist Torchlight 3 an sich gar nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall nicht das geworden, was ursprünglich versprochen wurde. Wow, dass ich da keinen Fallschaden genommen habe, war auch mehr Glück als Verstand.
Wow, da hängen ja richtig viele Fossilien in der Wand. Okay, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal hin. Ja, Torchlight 3 hat einfach massiv drunter gelitten, dass es einfach als irgendwie ganz anderes Spiel angesetzt war und sie dann gesagt haben, okay, wir machen halt doch kein Mobile draus und jetzt auch kein MMO, und sondern jetzt halt ein normales Torchlight. Und es halt so, nee, das funktioniert halt einfach nicht wirklich. Also selbst das, was ich bislang angespielt habe, fühlt sich halt irgendwie nicht so richtig rund an. So, große Fossilienparty hier in der Ecke. Ich kann mir immer nicht merken, was die 15er und was die 16er Form ist. Ich würfel die ständig durcheinander. Oh, das ist ja richtig weird. Okay. Ah, das ist das Teil, ja, okay. Easy. Dann sind das ja... Ah, und da unten ist tatsächlich noch ein Schatz, den sehe ich jetzt erst. Na, dann haben wir es doch jetzt. Nice. Nee. Haben wir schon. Irgendwie erwarte ich auch nicht wirklich, dass ich hier auf dem Planeten noch was Neues an Fossilien finde, aber das Minigame macht halt trotzdem Spaß. Fuck, für ein Elfer? Das ist doch kein Elfer. Ich ralle die Aufteilung gerade gar nicht. Wait a second. Da muss ich aufpassen, das könnte ich halt richtig schnell verkacken. Oh, okay, doch, ich hab's gerade gerallt. Ja, alles klar. Dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Sie. Ich glaube, das fehlt. Ich glaube, das ist tatsächlich das letzte von den Großen, was wir brauchen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine ja... Wow, und das ist halt richtig weird. Erstmal auf jeden Fall hier hin. Das können wir so machen. Das kriegen wir so weg. Oh, das ist einfach nur ganz komisch gedreht. Okay, gecheckt. Dann können wir das hier machen, auch wenn das nur einer ist. Und hier und hier, und dann sollten wir eigentlich good to go sein, oder? See. Okay, das ist definitiv nicht neu. So, auf welcher Höhe waren wir ursprünglich? Hier, okay. Ne, weißt du was? Da springe ich jetzt nicht nochmal ganz runter für 5 Dirtblöcke. Scheiß drauf. Entweder bleiben die da liegen oder halt nicht. Eigentlich, oh nein, es fällt das auch so weit runter. Wobei, vielleicht ist das hier gar nicht so weit. Nee, das geht, okay. Wie sieht's denn? Okay, inventarmäßig sind wir, ja, tatsächlich an der Grenze, alles klar. Dann platzieren wir doch jetzt einfach genau hier das Fähnchen. Äh,
nennen das mal 3972, weil ich nicht weiß, ob das andere eventuell noch eingespeichert ist und nicht weiß, was passiert, wenn im Zweifelsfall zwei Fähnchen den gleichen Namen haben. Aber dann sortieren wir doch nochmal fix aus. Kommen vielleicht... The hell... Alter, wie viel Dirt das inzwischen ist, ne? Kommen vielleicht noch beim Museum ein bisschen weiter. Da haben wir inzwischen einfach... über 700, also so, naja, vielleicht nicht über, sind ja immer ein bisschen Versatz, aber so knapp 700.000 Dirt-Blöcke. Okay, okay. So, Kobbel war hier richtig geraten. Dahin, dahin, das darüber. Warum habe ich zwei Slush da rein? Ist das nötig? Ziemlich schnell wegsortiert. So, das sind die Kistenkiste. Wo habe ich denn Knochen? Ich habe gar keine Ahnung, wo ich die suchen soll, ehrlich gesagt, aber finden wir schon. Knochen wären eigentlich hier total prädestiniert in der Kiste, ne? Kann gut sein, dass die schon irgendwo anders sind, aber die gehen ja jetzt einfach mit rüber. So, Plant Fiber war hier, ne? Yes, wenigstens einmal richtig geraten. So, und dann haben wir noch, wow, einmal Wasser, doch so viel. Und wie üblich ganz viel Holzstuff. Und dann ist da alles hübsch, oder? Hier können wir bestimmt noch ein bisschen was wegschmeißen. Das zum Beispiel. Und das. Und das. Und das. Und das. Und dann mache ich meinen Timer aus. Dann sind wir mit dem Planeten zumindest fertig. Dann mache ich den Marker weg, damit wir nächstes Mal keine Verwirrung haben. Und dann ab ins Museum. Und dann fehlt da, glaube ich, einfach die Ixodum Spine. Achso, das taucht noch daneben auf. Nice, und dann haben wir das Ding komplett. Sweet, dann sind einfach alle Großen tatsächlich vollständig. Nice. Lang genug hat's gedauert. So, T-Rex Upper Tail kann weg. Dann würde ich noch kurz ein, zwei Sachen wegsortieren wollen. In der Heimatbasis. Was sind das eigentlich? Das ist einfach unidentified, ne? Okay, da fehlt noch unidentified Torso. Florin Legs fehlen noch. Was ist das? Apex? Apex Torso Hylotl? Nee, Avian? Avian Legs. Was ist das hier? Ah, Hylotl fehlt noch. Skull and Legs, okay. Es wird langsam. 6 Teile noch insgesamt. Gott, wir haben hier Pilze gepflanzt. Ich dachte, das wären alles Bäume, was wir da hingepackt haben. Jetzt wachsen hier so riesige Pilze. Na, meinetwegen. Meinetwegen auch das. So, Klamotten und Instrumente. Instrumente haben zumindest noch ihre eigene Kiste. Aber ja, man... Moment, es ist zweimal das gleiche. Oh ja.
Und dann können wir das ja tatsächlich mal verkaufen bei Gelegenheit. Zweimal das gleiche brauchen wir dann wirklich nicht da drin. Aber die klingen, glaube ich, schon alle gleich, oder? Music Box, Bright Piano, Reed Organ. Vielleicht klingen die auch doch unterschiedlich, ich weiß es nicht. Vielleicht sehen die nur gleich aus. Non-Wrap Bandages, behalte ich die? Da kann ich erstmal. Klamotten waren hier oben, glaube ich, noch drin, ne? Ja, auch, aber da ist kein Platz. Okay, schade. Wie sieht's hier aus? Nope. 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 Einfach. Ah, doch, hier ist noch Platz. Das Toxic Wasting kann da auch mal rüber. Brauchen wir das zum Angeln? Nicht wirklich, ne? Angeln machen wir ja schon an Land. Nur halt mit der Angel im Wasser. Aber dafür müssen wir selber ja nicht im Wasser sein. Bin versucht, das zu verkaufen, ehrlich gesagt. Braucht man einen Händler in der Basis, dass wir nicht immer zum Outpost müssen? Kaufen, Ditte, Ditte, das. Ah, hab ich doch noch einen Capture Pot dabei. Spannend. Ja, man kann Händler in die Basis einziehen lassen. Man kann auf jeden Fall NPCs in die Basis einziehen lassen. Ich weiß nicht, ob Händler. Aber ich schätze schon. Okay, und dann können wir vielleicht zur Sicherheit gerade nochmal Voxel machen. Das ist nicht die Voxelmaschine. Und legen die einfach mit in unseren Safe. In dem Lagerhaus, was bestimmt irgendwann mal fertig wird. Achso, die kann ich sogar. Irgendwie dachte ich kann da nur 10 von stacken, warum auch immer. Aber ja. Gut, dann haben wir hier einfach 150.000 Pixel auf Halde liegen für den Fall der Fälle. Ist da ganz hübsch. Das war knapp. Kurz vorm Niesen noch gemutet. So, und dann würde ich für die Aufnahme auf jeden Fall schon mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge, die, wie schon angedeutet, wahrscheinlich nicht morgen kommt, sondern jetzt eher mit ein paar Tagen Pause. Aber sie wird kommen, nicht erst wieder in 3 Jahren. Von daher, ja, bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.